Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich mir sowas wie so einen Nutella-Aufstrich, so einen süßen Brotaufstrich mit etwas Erdbeergeschmack. Ich habe jetzt hier einfach gefrorene Erdbeer reingemixt und so sieht er aus. Richtig schöne Konsistenz. Was kann man dann aufs Brotchen drauf machen? Und schmeckt sehr lecker. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen Zitronensaft dazu gegeben und ich glaube, beim nächsten Mal lieber lasse ich es Zitronensaft weg und lasse nun den Erdbeergeschmack nach vorne zu kommen, weil das Zitronensaft doch irgendwo übertönt den Erdbeergeschmack. Sonst ist es wirklich ein sehr leckerer Brotaufstrich zum Frühstück. Aber ich kann mir es auch vorstellen, das auf den Pfannkuchen drauf machen oder sogar auf die Tortenboden dazwischen wird es auch passen. So, liebe Freunde, und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich es heute, diese Brotaufstrich zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Wir brauchen nur 3 Zutaten. Viel Spaß! Für die Erdbeer-Nutella braucht man gar nicht viel Zutaten. Wir brauchen gefrorene Erdbeer. Die Erdbeer habe ich gestern schon ein bisschen mehr geschnitten, abgewogen, 70 Gramm und in den Gefrierschrank gestellt zum Frieren. Die stelle ich jetzt mal schnell zurück, weil wir brauchen gefrorene Erdbeer. Danach brauchen wir, wie auch in Nutella, Haselnüsse. Haselnüsse, das ist ein Packung, 200 Gramm, werden wir erstmal rösten. Erstmal, es ist für den Geschmack, aber es wird auch schneller und besser die Fette raustreten und dann können wir es besser zu so einem Butter pürieren oder so, sozusagen zu dieser geschmeidigen Konsistenz. Den müssen wir dann rösten, wie gesagt, oder im Backofen bei 180 Grad 12 bis 15 Minuten. Oder ihr versucht ja in die Pfanne auf die mittlere Stufe einrösten. Ich mache jetzt in meine Heißluftfritteuse. Da stelle ich mit dem Heißluft 180 Grad ungefähr für 6 Minuten einfach rösten. Danach brauchen wir noch ein bisschen Zucker oder Rohzucker oder in meinem Fall ist es Erythritzucker. So, erstmal röste ich die Haselnüsse. So, die Nüsse sind fertig. Holen wir jetzt raus. Versuche ich so vorsichtig wie es geht, weil es auch heiß ist. Lassen wir so ein paar Minuten nur abkühlen, aber nicht ganz abkühlen. Die sollen noch lauwarm bleiben, bis es wir die in unsere Mixer reinmachen. Es hätte wahrscheinlich auch 4-5 Minuten gereicht, weil die Nüsse sind relativ klein. So, ich habe jetzt nur 5 Minuten abkühlen lassen. Die sind noch heiß, kann man sagen. Weil die müssen warm sein, dass wir dann die beste können so zu zerkleinern und dass die Fett wird freigelassen. So, jetzt geben wir das in unseren Mixer. Kann man ein bisschen von der Schale abmachen, aber es ist auch nicht so notwendig. So, ein bisschen pusten. Oder nach draußen gehen. Der Wind, dann wird das alles weg wieder. Aber wie gesagt, notwendig ist das nicht. So, jetzt haben wir unsere Nüsse jetzt rein. So viel Schale habe ich jetzt abgemacht. Und jetzt werden wir es durchmixen, bis das wir so eine geschmeidige, fast flüssige Masse bekommen. Und das kommt nach Stärke von eurem Mixer. Und am besten immer wieder mal pausieren, dass euer Gerät nicht überhitzt wird. Aber es ist auch besser, zum Vermengen das alles. Schaut ihr, es ist noch keine Minute vergangen. Wir haben aber schon so ein richtiges Pulver. So,
So, sind jetzt 2 Minuten. Das sieht man schon hier unten so eine fette Schicht. Schaut ihr. Die Masse ist schon nicht mehr so bröselig, sondern fängt schon zu kleben. Und immer wieder so ein bisschen anhalten. Schaut ihr, es ist schon richtige Masse. So, ich habe jetzt 3 Minuten aufgeschlagen und jetzt lasse ich 1 Minute ein bisschen erstmal ruhen. Und so machen wir es weiter. So, es sind jetzt insgesamt 9 Minuten mit 2 kurzen Pausen dazwischen. Schaut ihr, wie es jetzt aussieht. Es ist auch schon richtig flüssig. Machen wir alles runter und jetzt können wir schon den Zucker dazu geben. Und ich hatte gedacht, dass ich werde vielleicht ein bisschen Vanillinzucker geben, weil Erdbeer, ich glaube, wird das passen. Dann gefrorene Erdbeer und Zitrone geben wir dann zum Schluss. Werden wir erstmal das aufschlagen. Und die Erdbeere jetzt gefroren, schön langsam anfangen. So, schauen wir rein. Schaut ihr, ist eine richtige schöne feste Masse geworden. Die Konsistenz super. Jetzt gebe ich noch 1 Esslöffel Zitronensaft. So. Schauen wir mal jetzt. Ich glaube, das ist schon voll ausreichend und können wir in unsere Schälchen reinmachen. Duftet stark nach Zitrone. Ich muss unbedingt probieren. Jetzt ist noch so schön kalt durch das Erdbeer, kalte Erdbeer. Schaut, die Konsistenz ist perfekt. Kann man schön drauf machen aufs Brotchen. Es ist absolut nicht süß. Es kann sein, dass ich keinen Zucker genommen, sondern Erythrit. So, habe ich die ganze Schale voll bekommen und freue mich schon auf morgen Frühstück. Lecker, wirklich lecker. Sogar noch kleine Stückchen von der Erdbeere noch drin. Den Zucker ist noch nicht aufgelöst und so richtig so ein bisschen so knistert auf die Zähne. Musst ihr nur aufpassen, wirklich mit eurem Gerät, dass ihr es nicht kaputt macht und immer wieder pausieren, weil es ist für ein Gerät ein bisschen schwierig, so lange aufzuschlagen, so eine Masse. Ich glaube, es braucht man hier absolut keinen Zitronensaft reinmachen, weil jetzt momentan spüre ich, dass die Zitronensaft ist ziemlich dominant. Ob das, wenn es jetzt ein bisschen steht, wird es anderes im Geschmack, aber jetzt momentan die Zitrone irgendwie übertönt den Geschmack von den Erdbeeren. Aber da müsst ihr euch selber entscheiden, oder möchtet gerne mit ein bisschen säuerlicher haben oder lieber weglassen. Ich wünsche euch, liebe Freunde, viel Spaß beim Nachmachen. Es ist schon was viel Gesundes als Nutella aus dem Glas und gar nichts kompliziert in Zubereitung. Und dafür brauchen wir wirklich nur ein paar Zutaten. Kann man sagen, nur 3. Nüsse, Zucker und die Erdbeere. So, liebe Freunde, bei mir ist das heute alles. Würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!